Eben hat die Stadtverwaltung angerufen. Sie erteilen uns die Genehmigung, die nördlichen Bushaltestellen wieder in Betrieb zu nehmen. Gute Arbeit! Ich möchte dir gern Peter Baumann vorstellen. Er hat den Wunsch geäußert, zukünftig mit uns zusammenzuarbeiten. Ganz richtig, hallo. Ich habe euer Projekt bisher sehr gespannt verfolgt. Ich bin Sprecher der Handelskammer und wir möchten das Mobilitätsnetzwerk zwischen unserer Stadt, den angrenzenden Dörfern, Freizeitarealen und dem Businesspark optimieren, um die Lebens- und Arbeitsqualität der Menschen zu verbessern. Wenn ihr uns dabei helfen würdet, könnten wir mit der Stadtverwaltung verhandeln, um die Agricultural Area im Osten der Stadt für neue Strecken zu öffnen. Das klingt gut. Ich schlage vor, mit der Erstellung von Rundstrecken zu beginnen, denn die eignen sich sehr gut, um viele Passagiere hin- und zurückzubringen. Jo, dann geht's weiter heute mit dem Bus-Simulator. So, ja. So, wie war das jetzt? Also, erstelle eine Strecke mit maximal 7 Haltestellen. Fahre die Strecke, ja. Gut. Genau. Verbinde die vorgehobenen Dings. Genau. Jetzt müssen wir mal gucken. Habe ich jetzt alle drin? Was der vorgehobene Dings? Ja, bitte. Darunter Schubergrund mindestens 2 Haltestellen. So. Dann Siegfalden Lido. So. Und Speichern des Businessparks 2 Haltestellen. Und 7 Haltestellen, okay. Mit 7 Haltestellen. Schubergrund Minimum 2 Haltestellen. Fischgrund. Oder gehören die eher zu Old Town? Ja, Veränderungen werfen. Okay, warte mal. Neue Strecke. Also, gucken wir mal. Ach, mit maximal, okay. Das sind 5 und dann muss ich rüber zu Media Center Astra, Westspeicher und die Ostspeicher. So, müsste jetzt eigentlich tatsächlich drin sein. Oder will der mich, oder ist Business Park nicht Oakville? Steineck. Das sind noch die Business Park. Oder ist das falsch? Hä? Hey.
Was speichern. Dass ich das jetzt gerade falsch. Verbinde die Vorgruppen. So, also nochmal zurück. Oh Gott, was ist das für eine Kacke? Also nochmal, neue Zone. So. Also. Schubergrund Minimum 2 Haltestellen. So. Siegwalden-Lido. So, eigentlich sind das. Das ist jetzt kein. Ist es falsch? Schubergrund. Ach, Schubergrund braucht 2 Haltestellen. Okay. Nehmen wir die mal raus. Und dann so. Also Siegwalden-Lido, eine Haltestelle. Ist ja die. Schubergruppe, ach Schubergruppe. Speichern. Oh, leck mich doch am Arsch. Hä? Ja, ich will die ja fahren, das ist es ja halt. Aber was sagt er mir denn? Stellhaltestrecken maximal 7 Haltestellen, darunter Schubergrund 2 Haltestellen. Mindestens 2. Fischgrund. Schindigerstraße. Fußpromenade. Schindigerstraße, die. 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 So, die. Und speichern ist Westspeicher, Südspeicher, Ostspeicher. Nein. So ist sie. Ja, das ist die richtige Strecke. Okay, das hat er jetzt nicht übernommen. Gut. Und dann fahren wir jetzt die Strecke. Dann haben wir das soweit auch für dich. So, das ist diese Strecke hier. Und dann fahren wir die. Mein Gott. Ist das eine? Du bist ja den Rush-Hour-Fahrrad. Ach du Gott. Okay, ehrlich gesagt, weiter mit dem Bus-Simulator. Das hat wieder eine Weile gedauert. Und jetzt fahren wir nicht. Oh, nee. So, Drive. So, einmal aus. Allein schenken. Auch wenn es. Ich brauche einige Fahrkarten. Ja, du kriegst eine Fahrkarte. Einzel, Standard und. Oh. Zurück. Oh. Und. Scheiße, zurück. So, jetzt. Und du kriegst 1560 zurück, okay. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ja. Tag Standard 1. Okay. Gestern war es super. Ich war nachmittags im Schwimmbad und hab dann. Danke. Eine Fahrkarte bitte. Ja. Einmal Tag Senior. Oh nein. Ich brauche eine Fahrkarte. Und du auch, Herr Kottchen. Tag. Student. Ich habe gestern Shampoo gekauft. Ah ja.
Welch eine weltbewegende Information, liebe Leute. So, fährst du jetzt weiter? Fährst du nicht? Okay, da setze ich Musik. Hallo. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Die kannst du natürlich haben. Bis dann. Tschüss. Tag Standard 1. Wir müssen jetzt mal, will ich mir nochmal einen Gelenkbus zulegen? Ich brauche eine Fahrkarte. Ich habe nur darauf gewartet. So, Tag Standard 1. Danke. So, nächste Stelle links. Die letzte Folge von Winde der Leidenschaft hatte so viele überraschende Dinge. So. Dann fahren wir jetzt rüber. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Welche Überraschung. Einzel, wir sind Studentin, also Studentin. Danke. Was soll ich machen? Eine Fahrkarte, bitte. Woche ich auch. Standard 1. Danke. Ich hätte gerne ein paar Fahrkarten. Einzel, Senior, und du hast zwei Fahrkarten. Ich brauche eine Fahrkarte. Einzel, Senior und gegeben. Ich brauche einige Fahrkarten, bitte. Ja, bitte. Student 2. Eine Fahrkarte, bitte. Einzel, Standard. Ich hatte die Möglichkeit, ne, aber. Und die nächste Haltestelle dauert jetzt ein Stück. Gestern sind wir an einer rosa Kuh vorbeigekommen. Ja, die hab ich auch gesehen.
So, ein bisschen aufpassen hier, dass wir nicht irgendwas mitnehmen. Ich hab Stefan schon ewig nicht gesehen. Ist er immer noch krank? Nein, er ist schon wieder krank. Ja, Coronavirus wahrscheinlich. So. Und das hat sie gemeint. So. Du fährst weiter. Ich hab, okay. Ach, das ist super, da kommt. Können wir direkt rüberfahren. So, nächstes Halt ist Lido. Ist ja Gott sei Dank nur direkt da vorne die Strecke. Ach, wir haben 70, ist wunderbar. Ich kann das Wochenende kaum erwarten. Ciao. Ich brauche einen Kaffee. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ja. Senior. Danke. Eine Fahrkarte bitte. Einzel, Standard und Einzel, jawohl. So viele Haltestellen müssen wir auch nicht mehr haben. Ich schätze mal 4 oder so oder 5 gewesen sein. Lucy, sorry. So, am Kreisverkehr anhalten, weil da so mal der Vorfahrt wir wären. Das heißt halt, wenn da keiner kommt, dann kann man mit direkt durchfahren. Kampfer. Ich hätte ja nicht gedacht, dass es stimmt, aber Christina ist amputiert. Ach, fahr, komm. Ist der 50 oder 70? 50 wahrscheinlich, ne? So, links habe ich das Westspeichen. Du
du bretterst hier einfach lang, klar. Hallöchen. Eine Fahrkarte. Mhm. Tag. Student und eins. Danke. Ich hätte gerne ein paar Fahrkarten. Mhm. Einzel, Standard und zwei. Ich brauche mehrere Fahrkarten. Mhm. Senior, zwei Stück brauchst du? Okay. 60, 40, was sind das denn für Dinger? So. Hier, Kleingeld. Eine Fahrkarte bitte. Ja, eine Woche. Standard und eins. Das ist praktisch, das kann ich. Zwei. Ich brauche einige Fahrkarten mit. Mhm. Woche, Student und zwei. Danke. Ich brauche eine Fahrkarte. Und du willst auch noch eine. Und der dahinter wahrscheinlich auch noch eine. Woche. Wieso, Leute, komm ich zu spät? Aber sie wieder Einnahmen. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ja. Einzel, Senior und Kipi. Na gut, wegen euch bin ich 10 Sekunden zu spät. Entschuldigung, würden Sie nochmal die Tür öffnen? So. Gut erwartet. Das heißt, ich kann hier abbiegen ohne Probleme. Das heißt, natürlich kann er kommen. Hinter der Leidenschaft ist so eine geniale Serie. Glaubst du, Hans wird wieder dazu kommen? Fahrt doch alle umsonst. Standard 1. Ich vergesse es immer. Das ist 2010. Danke. Oh, das war nicht beabsichtigt. Scheiße. Tag. Standard. Eine Fahrkarte bitte. Hm. Einzel, Standard und so. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ja. Eine Wochenkarte, Senior. Danke. Perfekt. Moin. So, Standard. Ein Deckbühl. Was soll ich denn jetzt zu essen holen? Fast Food? Junk Food? Ich glaube, ich probiere mal Street Food. Ja, endlich.
Geht zur letzten Haltestelle, müssen wir gleich hier links abbiegen. Ich hätte nicht gedacht, dass Hans zur Familie zurückkehren würde. So. Ein bisschen schwierig mit der Sicht hier. Ach Gott, das soll auch sein da. Gestern sind wir an einer rosa Kuh vorbeigekommen. Ja, die habe ich auch gesehen. Nächster Halt, Ostspeicher. Endstation. Bitte alle aussteigen. So, alle aus. Ich habe Feierabend. War viel los. Alter, wir sehen ja, wie viele Leute auf meinem Bus stehen. So. Natürlich. Irgendjemand hat seinen Scheiß wieder hier liegen lassen. So, und ich darf jetzt zurück. Dann haben wir, glaube ich, die neue Strecke. Sollte mal ein bisschen vom Gas gehen. Ich will 60 durch die Stadt zu fahren. Kein Bock, nochmal geblitzt zu werden. Na komm. So. Wie ich da jetzt gegenfahren? Okay. Schätze mal, dass irgendwas passiert ist in der Richtung. Scheiße, $600 verloren. Ich hätte $600, die waren unendlich. Aber trotzdem $14.000 eingenommen.
So. Busdepot. Nee, Busdepot brauchen wir nicht. Angestellte. Wir könnten ja wieder ein bisschen Leute einstellen. Nehmen wir den mal mit. Okay, war fröhlich München, ja, nicht so sehr. Oh, nehmen wir, genau der richtige. Ja, endlich Eiskunstlauf-Champion. Nehmen wir mit. Okay, ja, dann nehmen wir gar nicht mit. Brauchen wir nicht. Dann gucken wir mal im Busdepot. Warte mal, ne, brauchen wir nicht. Warte mal. Multiplayer brauchen wir nicht. Stücke Streckenplaner, das war der Plan an der Sache. So. Habe ich jetzt alles fertig oder was? Eigentlich bin ich alles fertig, doch da hinten, oder nicht? Ausgezeichnete Jawohl. Arbeit. Ich wusste, dass ihr es hinbekommt. Ich freue mich, euch die Schlüssel zur landwirtschaftlichen Fläche und zum Gewerbegebiet überreichen zu dürfen. Bildlich gesprochen, versteht sich. Wir haben schon ewig keine echten Schlüssel mehr gemacht. Egal, wir sind gespannt auf eure Pläne, um die beiden verkehrsdichten Gebiete in euer Netzwerk einzugliedern. Wenn du das hinbekommst, wird die Stadt die südlichen Bezirke und Steineck wieder für den öffentlichen Nahverkehr öffnen. Freunde von mir wollen in der dortigen Kirche heiraten. Vielleicht bringen wir die Sache rechtzeitig ins Rollen, damit die Hochzeitsgäste die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen können. Oh, und bevor ich es vergesse, als kleinen Ansporn haben sie einen strammen staatlichen Zuschuss versprochen. Ja, geil. Wir kriegen 75.000 danach und ein neues Bezirk. Guti.